Was haben Nutten, ein Krankenhaus und ein Verletzter gemeinsam? Gleich. Servus, Grüezi und hallo bei Schoki Banuki Night Shift. Heute mit dabei der Daniel. Und der Pujan. Und der Pujan. Servus Daniel. Grüß dich, Pujan. Geht's dir gut? Nee, immer ja. Meine Gott, das war eine Floskel. Da sagt man ja, mir geht's gut. Ja, wusstest du. Willst du jetzt echt, dass ich nachfrage? Wusstest du nicht, dass du so genau darauf reinkommst? Nein, ganz genau, ja, genau, super. Ich habe ein Thema mitgebracht. Bist du gespannt? Und wie? Wir haben ja schon eben gesagt, die drei Feindlichkeiten: Nutten, Krankenhaus und eine Verletzung. Ja. Kannst du dir irgendwas darunter vorstellen? Ich überrasche dich jetzt mal. Also, und zwar eine wahre Begebenheit. Bei einer Prostituierten ist eingebrochen worden. Okay. Was natürlich bedeutet, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht gearbeitet hat. Okay. Ja, sonst wäre es ja doof. Ja, es kommt drauf an, wo man ganz normale Laufkundschaft. Kommt drauf an, wo man ein. Nee, also Arbeitsstelle. Ah, stimmt, okay. Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ja. Du weißt ja, wie sowas aufgebaut ist, wenn man zu einer Nutte geht. Grob, ja. Sehr gut, sehr gut. Also, was ist passiert? Prostituierte in Westfalen hat auch da genächtigt, also auch gewohnt sozusagen, wo sie gearbeitet hat. Okay. Und ein junger Mann, ein 30-jähriger Mann, hat sich gedacht, sag mal, die müssen doch alle mit Bargeld bei ihr bezahlen. Mhm. Ja, weil EC-Automat oder sowas ist ja nicht in ihrem Domizil zu sehen. Doch, ein Schlitz zum Durchziehen hätte theoretisch. Ja, aber da brauchst du einen Magnetstreifen. Wenn du den nicht hast, nur NFC, dann ist es schwierig. Kann man ja heute in Zeiten von Piercing, kann man ja alles mögliche da rein tackern. Ja, ja, kannst du. Auf jeden Fall hat sich gedacht, da liegt richtiges Barvermögen. Ist aber wohl nicht davon ausgegangen, dass sie da auch übernachtet. Also ist er da eingebrochen und auf der Suche nach der Kohle, nach der Geldkassette. Ja. Und sie hat das aber mitbekommen, ist wach geworden, hat ihn verjagt und er ist aus dem Fenster geflüchtet, weil sie auch die Tür abgeschlossen hat. Ah, okay. Ja, also es muss, ich weiß nicht, was das für eine und war, ob das so eine Taffe war. Ja, weißt die Wohnung war im 17. Stock und er ist versehentlich mit der Augenbraue am 4. Stock hängen geblieben. Und hier kommt's, die Wohnung war im Parterre. Okay. Und er ist aus dem Fenster gesprungen, ist anderthalb Meter tief gefallen, aber trotzdem so bescheuert gefallen, dass er sich so heftig verletzt hat, dass er ins Krankenhaus musste mit Notarzt. Und so nur eins zu ein, kleine Sünden bestraft der Herrgott gleich. Ich dachte, dumm fickt gut. Das schneiden wir gleich wieder raus. Ja, nee, genau. Ist klar. Hammer, oder? Das ist der Knaller. Was meinst du, was liegt denn so an Kohle bei einer Prostituierten? Während du nachrechnest, was du alles da gelassen hast, ruhig mal was zu trinken. Ich könnte mir vorstellen... Willst du auch was trinken? Nee, danke. Sehr gut. Wenn sie... Über den Tag verteilt so, naja, sagen wir mal, 20 Freie hatte. Jeder das 100 20 Euro. 20 Dreier? Freie. Ach so. 20 Dreier, na, dann ist er aber gut beschäftigt. Nee, aber jeder das 100 Euro da, 2 Mille, 3 Mille, wenn es gut ist. Vielleicht noch ein paar Extras machen. Wie viele schafft eine pro Tag, wenn sie gut ist? Ja. Ja, jetzt, der Tag hat 24 Stunden. Wenn sie 10 Stunden am Stück arbeitet, alle halbe Stunde eine. 10 Stunden am Stück? Ja, oder? Das ist viel. Ja gut, sie muss ja nicht viel machen. Ja, aber wegen der 40-Stunden-Woche gibt es ja kein Problem mit der Gewerkschaft. Ja, nee, das ist welche Gewerkschaft? Pausen müssen eingehalten werden. Bausteine Erden oder welche soll denn da einspringen jetzt? Ja, zum Beispiel. Ja. Okay, also 2.000. 20.000? Nee, 20 Freie, 3.000 Euro maximal. 20 Freie, 3.000 2.000, wenn jeder ein 100er da ist, 2.000. Wenn sie viel extra macht, vielleicht 3. Okay, will ich wissen, was... Nee, will ich nicht. Sehr schön. Wir haben euch auch wieder ein Produkt mitgebracht. Und zwar dieses jenes hier. Genau, das schnappe ich mir mal. Was haben wir denn hier? Morgenurin-Mittelstrahl. Nee. Nee, Quatsch. Mit Mango-Geschmack. Mit Mango-Geschmack. Ja. Morgenurin-Mittelstrahl. Nee, das ist ein Getränk. Mango prickelnd und fruchtig von Crazzano. Okay. Hat einer mal einen Schraubenzieher? Wir wollen mit Dosenstechen machen hier. Genau. Ich gucke gerade, ist das wirklich... Was ist denn das? Aromatisierter, weinhaltiger Cocktail mit Mango-Geschmack. Ah. Dass die hier nicht noch direkt so eine Limettenscheibe zum Reinklappen und ein Schirmchen... Ja. Obwohl, wir machen mal auf. Vielleicht kommt das ja rausgepackt. Können wir probieren, ja. Ja? Alles klar. Also. Man muss ja immer hier vorne drauf drücken. Habe ich noch nicht. Weißt du eigentlich, wofür das Loch da oben in dem Schnösel drin ist? Keine Schweinereien. Das Nuttenthema hatten wir schon. Nein. Ich meine jetzt... Dieses hier. Wofür das Loch ist? Dieses. Ah ja, klar. Wofür? Da kannst du einen Strohhalm reinmachen und fixieren. Du hast drauf. Andere Schulter. Ja.
Ja, so geht das. Also, wir haben es geopend. Mhm. Ja. Ja, es riecht so ein bisschen... Das war jetzt von mir. Aber jetzt riech mal hier dran. Das mit dem Mumm-Thema kommt ungefähr hin, ja. Wenn du Spargelsuppe gegessen hast. Ich probier mal. Ja, probier auf mal. Mein Wohl. Ja. Und? Probier erst mal. Sau lecker. Wow, eieiei. Ich glaube, die Uringeschichte hat mir besser geschmeckt. Nee, ist doch gut, hm. Ne? Zischt wie... Zischt wie Apfelsaft. Nee, lass mal. Also, saugeiles Getränk. Graziano. Hat aber nichts mit Rocky zu tun. Nee. Ja, aber knallt genauso. Der hieß auch Graziano, ja. Knallt aber genauso. Sehr gut. Ich glaube, ich brauche was zum Butterspiel. Auch mal. Nee, lass mal. Ich bin Genießer. Das war's wieder. Schoki Banuki, Night Chef. Schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Danke, dass du da warst. Nichts zu danken. Gerne wieder. Das Ding ist ja rechts drehen. Alles gut. Genau. Ciao, macht's gut. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.